Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe schon wieder ein neues Buch gemacht. Ja, das hat jetzt auch echt lange gedauert, weil ich die letzten Wochen sehr wenig Zeit hatte. Aber immer, wenn es die Zeit irgendwie zugelassen hat, ja, da habe ich hier an diesem neuen Buch gearbeitet. So, ja, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Kaffee oder einen warmen Tee zur Hand und dann zeige ich euch mal dieses Buch. Verwendet habe ich das Demperia-Papier Orchideen-Enquetz, heißt das, glaube ich. Ich fand das so schön und ich habe das komplett in diesem Buch verarbeitet. Ja, das ist ein altes Buch. Ich habe das eigentlich aus der Telefonzelle nur mitgenommen, weil mir das Format so gut gefallen hat. Ja, und dann war der Plan eigentlich ursprünglich, ich male das irgendwie mit Acrylfarbe an und oder kleister da irgendwas drüber. Aber dann lag das hier und dann hatte ich das Papier gesehen und habe gedacht, nee, brauche ich gar nicht. Dann habe ich das nur mit dem Babytuch richtig schön sauber gemacht. Und ich finde, von den Farben her passt das total schön zusammen. Das ist ja so ein Senfgelb. Genau, also vorne das Cover habe ich ganz schlicht gelassen, weil ich dieses Bild so schön fand und ich wollte das nicht noch mit irgendeinem Kladderadatsch irgendwie, ja, bedecken. Ganz, ganz schlicht. Hinten habe ich einfach nur was draufgeklebt und auf der Rückseite habe ich das Haus drauf gemacht. Verschlossen habe ich es wirklich ganz easy, nur mit diesem Gummizug und der hält auch echt ganz gut. So, dann starten wir mal. Machen wir das mal auf. So, hier vorne geht das schon los. Ich habe einen Briefumschlag hier mit eingearbeitet. Und da habe ich dieses schöne Bild draufgeklickt. Ich fand es, also, ach, ich fand den Blog so toll. Der kam hier an und ich habe nur gedacht, ach, ist das schön, ach, ist das schön. Jedes Bild hat mir total, jedes Blatt hat mir total gut gefallen. Und ja, den habe ich jetzt wirklich gnadenlos komplett zerlegt. Da ist jetzt, ich glaube, bis auf so ein paar diese, da ist ja immer so eine Seite bei, wo so ganz viele kleine Sachen zum Ausschneiden sind. Also, ja, das ist noch über, aber das war es auch schon. So, ja, hier habe ich noch die Katze drauf gemacht. Ihr wisst ja, ich bin ja mehr ein Hundemensch. Aber ich finde, ja, das, eine Katze passt da total gut zu. Beruhigt ja auch, ne? Eine schlafende Katze. Ja, dann habe ich hier einfach nur eine Karte. Die ist von hinten so eingesteckt zum draufschreiben. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen gestanzt. Habe sehr pa pastellig gelassen. Hier habe ich noch einen Umschlag, ein Umschlag, eine Tasche aus Stoff. Da habe ich hier noch diese, die haben ja echt immer so schöne Kärtchen dabei, ne? Die noch hier reingetan. Und hier habe ich noch ein paar Die-Cuts ausgestanzt und das einfach noch so ein bisschen aufgewertet. Und ich finde, das passt total gut mit diesem, mit dem Stoff. Hier habe ich noch so, ich glaube, das war, da haben wir mal Schuhe gekauft. Das war da als Schutz mit drin, aber das kann man ja auch wunderbar noch weiter verwenden für das Junk Journal. Ja, hier ist noch kaffeegefärbtes Papier und ja, dann habe ich noch dieses Reispapier mit den Katzen gehabt. Da habe ich gedacht, das muss jetzt hier rein. Das passt farblich. Ja, weil es so ein bisschen rot und so, habe ich erst gedacht, so, passt das so? Aber ich finde, ja. Auf jeden Fall. Die habe ich auch noch mal mit der Stanze. Altes Notenpapier. Ich habe hier wirklich sehr viel gestanzt, sehe ich gerade. Aber ja, das macht ja auch Spaß. Und gerade das hier, das macht mir immer so viel Spaß, ne? Dass es schön übergeht. Hier ist noch mal eine Buchseite. Tortenspitze. Katze. Genau, also meine Signaturen sind ja meistens zum Rausnehmen. Wenn man denn noch drin schreiben möchte, ist das Buch sonst einfach zu dick. Genau, verschlossen habe ich das hier einfach mit einer Schleife. Das ist die Rückseite. Ich finde das so schön. Ich habe es auch relativ nackt gelassen, damit der neue Besitzer da auch wirklich viel Platz hat, selber
noch was zu gestalten. Hier sind wieder die Katzen. Wieder das Papier. Ja, das mag ich auch, ne? Die Farben, die passen richtig schön. Ich bin ja sonst eher so Vintage-mäßig unterwegs, aber das hat mir jetzt so frühlingsmäßig, hat mir das jetzt echt voll viel Spaß gemacht. Ne? So, ne? Das mag ich. Das mag ich gerne. So, und das war auch schon die erste Signatur. Jetzt kommt die zweite. Hier habe ich noch ein bisschen Vellum genommen. Ich dachte, das passt auch ganz gut. Das ist ja immer so, ne? Man kauft dann irgendwie so Papiere und denkt so, was mache ich damit? Und dann liegt das hier und irgendwann kommt dann der Tag, da passt das. Und ich finde, das passt echt richtig gut. Hier ist nochmal eine kleine Tasche. Mal ein Tag. Hier habe ich noch ein bisschen Blumenspitze an die Seite geklebt. Aus einem alten Buch. Hier habe ich noch mal ein bisschen genäht. Das hier ist auch Reispapier. Ja, hier ist auch noch, also hier habe ich noch einen kleinen Mini-Tag. Be Free. Ich weiß gar nicht, vom Licht her seht ihr das so gut? Ich habe nämlich jetzt mit Tageslicht gefilmt. Und hier ist nochmal ein kleiner Tag. Die sind echt so schön. Hier ist nochmal altes Notenpapier. Ich bin hier bei dem Buch echt so ein bisschen durch meinen Fundus gegangen. Ne? Man hat ja echt so viel Papier und normalerweise wäre das jetzt so für mich so, was soll ich damit machen? Aber irgendwie habe ich gedacht, nee, das passt ja eigentlich so farblich da trotzdem gut rein. Und dann habe ich das einfach mitgenommen. Ja, hier habe ich gestempelt. Hier ist nochmal eine Tasche. Nochmal ein Tag. Und ich sehe gerade hier hinter, haha, da kann man auch noch was. Was machen wir denn da? Ich bin natürlich wieder super vorbereitet. Ich habe jetzt nichts, aber hier kann man auch noch was hinterstecken. Genau, das ist der schöne Stempel, den ich beim Action gekauft habe. Der gefällt mir richtig gut. Das ist auch noch mal eine Tasche. Aufklappen gemacht. Ein bisschen was zu spielen muss ja auch dabei sein. Dann habe ich hier die Blümchen drauf geklebt und hier nochmal Notenpapier. Das ist jetzt kein altes Notenpapier, aber da kann man auch noch was drauf schreiben und die fand ich auch ganz passend dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber ja. So. Und hier unten sind auch nochmal ein paar Blümchen. Hier ist noch eine schöne Orchidee. Ich fand, das passte auch so gut zu dem Papier. Dann habe ich hier noch eine Tasche. Ist auch süß. Sweet Home. Und hier hinter ist auch noch mal Platz für was zum Unterbringen. Hier auch. Die so niedlich. Ja, und das könnte man ja auch noch als Lesezeichen oder auch noch mal irgendwo einkleben oder weiterverarbeiten. Mal Notenpapier. Ach, hier habe ich einfach noch so einen alten Briefumschlag dran gemacht mit dieser Dame. Also ein bisschen Vintage muss ja irgendwie immer sein. Ne? Das ist eine alte Postkarte, lieber Erwin, von 38. Die habe ich auf dem Flohmarkt letztens gekauft. Da war ich nämlich wieder in Düsseldorf auf dem Aachener Platz und da gibt es nämlich so einen Stand, der hat unheimlich viele alte Fotos, alte Briefmarken, ja, auch alte Briefumschläge und so, und der verkauft die echt für
für gutes kleines Geld und da schlage ich dann immer zu. Und die kann man immer so wunderschön verarbeiten und irgendwie finde ich, hat das auch immer was, ne? So alte Briefe. So, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. So, dann ist hier wieder, ja, ich und die Pflanzenkunde, weiß ich nicht. Hier habe ich noch ein bisschen mit der Schablone gearbeitet. Hier, das ist eine getrocknete, ein getrocknetes Blatt von, weiß ich nicht was, welcher Blume. Die habe ich hier einfach mit Serviettentechnik drauf gemacht und das fühlt sich total schön an. Hier habe ich noch mal, da war ich irgendwie im Wahn, da habe ich so ganz viele von denen an einem Stück gemacht und hier noch mit einem Die-Cuts beklebt. Ich finde die irgendwie immer sehr praktisch. Dann habe ich hier noch einen Rest, den hatte ich noch gefunden, da habe ich gedacht, ach, der passt da auch noch gut zu. Reste verwerten. Akkordel. Also, wenn ihr meine Kinder im Hintergrund hört, ich hoffe, es stört euch nicht. Die sind hier am Spielen. Wir haben nämlich Sonntagnachmittag und das Wetter ist hier nicht ganz so schön. Und ja, aber ich hatte ja schon in den Kommentaren gelesen, es stört euch nicht. Aber ich kann es auch nicht ändern. Also, abstellen kann ich die nicht. Und ja, das fand ich auch total schön. Hier hatte ich erst überlegt, ob ich mit der Tür, ob ich die irgendwie ausschneiden soll oder da irgendwie zum Aufmachen was hinter. Aber dann habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich es einfach so gelassen. Ja, also ich finde die Farben, die sind so schön. Hier habe ich auch wieder die Ecke gestanzt. Das ist auch traumhaft, ne? Die Farben, also toll. So, hier ist nochmal altes Notenpapier. Hier habe ich einfach aus alten... Ja, da habe ich einfach Bücher, alte Buchseiten genommen und habe die einfach zu einer Tasche beklebt. Und dann habe ich die noch mit der Nähmaschine umnäht. Ja, hier ist auch noch ein kleiner Tag. Und da habe ich jetzt auch noch einfach so eine alte Postkarte von 1924 mit reingetan. Und noch Die-Cuts ausgestanzt. Ja, hier ist auch nochmal eine Tasche. Noch eine Orchidee drauf geklebt. Hier ist nochmal dieser schöne Stempel. Ja, hier ist auch wieder ein Reispapier. Ich fand, das passt da auch so schön farblich dazu. Hier ist auch nochmal eine Tasche. Mit dem Vögelchen. Ja, die ist wieder rein. So, hier sehe ich gerade, ich habe gar keine Schnur hier drum gezogen. Das werde ich aber noch machen. Hier habe ich ein bisschen meiner Lieblingsschablone gearbeitet. Und hier auch. Und hier ist nochmal ein bisschen gestanzt. Ja, meine Stanzen sind hier echt gut zum Einsatz gekommen. Dann habe ich einfach die so gelegt und bin einfach mit dem Wischer und mit ein bisschen Stempelfarbe hier drüber gegangen. Und dann hat man hier noch ein schönes Muster drin. Mag ich auch immer gerne. Ja, hier ist noch ausgestanzt. Ist was zum Spielen, was zum Drehen. Vellum. Ist auch schön. Ja, die habe ich auch noch mal eine Tasche, eine etwas größere Tasche gemacht und dahinter habe ich mit der Schablone gearbeitet. Das ist von dem Lattenrost, wollte ich schon sagen, von dem Rost, als ich das Papier getrocknet habe. Ich lege das ja dann immer auch auf das Rost im Backofen und ja, das ergibt dann sowas Schönes immer. Ja, hier ist auch schon die Mitte. Ja, hier habe ich auch wieder was zum Aufklappen. Hier ist auch noch ein Rest. Den habe ich da noch mit, nee, andersrum, so, noch mit reingetan. Jetzt auch noch ein bisschen mit der Schablone.
jetzt noch ein Bellyband. Und auch nochmal hier mit einem Tag zum Draufschreiben. Ich sehe gerade, hier könnte auch noch was rein. Dann ist wieder Vellum. Nee, das habe ich nur so drauf geklebt. Hier habe ich auch nochmal ein Bellyband gemacht mit der Katze. Ja, schön aus Spitze. Ja, jetzt habe ich mich hier vertüttelt, ne? Das mache ich gleich in Ruhe, sonst geht mir noch der Stoff. Das ist ja immer so, ne? Wenn dann die Kamera läuft, nachher ziehst du dran, dann ist es kaputt und dann ärgert man sich. Das wollen wir ja nicht. Hier kommt wieder das Vellumpapier mit den Vögelchen und den Uhren. Hier habe ich nochmal einfach so eine Seite einfach eingefügt, mit dem Scotch-Tape festgeklebt. Notenpapier. So, und dann kommen wir schon zur letzten Signatur. Hier habe ich eine alte Brottüte. Und hier habe ich, glaube ich, noch ein paar Reste noch reingetan. Hier ist auch noch mal ein Tag. Und hier auch noch mal ein Rest. Aufschreiben. Hier ist auch noch eine Tasche. Da ist auch nichts drin. Nein, das geht ja nicht. So. Ich bestücke das alles noch. Das ist auch eine schöne Seite. Ich hatte erst überlegt, ob das meine Coverseite wird. Gefällt mir auch so gut. Und ich habe dann auch echt irgendwie Hemmungen, da noch irgendwas drauf zu kleben. Geht euch das auch so? Also irgendwie ist das. Ja, weil ich das so, ich finde da alles so schön. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo klebe ich da irgendwas hin oder bringe was drauf an. Also, ja, deswegen sind diese Seiten bei mir meistens nackt und ich genieße die einfach dann so anzugucken. Ist auch wieder ein bisschen Vellumpapier. Ja, das mag ich. Ne? Das ist so, das, wenn das so schön harmoniert, das, ja, das erfreut mich. Ist auch nochmal ein. Eine kleine Tasche, ist auch nochmal ein Rest. Hier habe ich noch ein bisschen genäht. Und hier auch nochmal ein paar Tags. Und hier hinter ist auch noch eine Tasche. Na, gehst du? So. Ich habe mit der Schablone ein bisschen gearbeitet, hier auch. Das ist auch mal schön, ne? So, hier ist auch noch ein Briefumschlag. Da ist noch ein altes Foto drin, das habe ich auch vom Trödelmarkt. So, und dann gibt es hier wieder was zum Öffnen. Habe ich hier noch mal so eine feine Dame. Na, so. Ist noch mal eine Tasche. Einfach irgendwie mit sämtlichen Schablonen drauf und mit sämtlichen Farben drauf rumgearbeitet. Hier habe ich nochmal einen Rest und hier die Herz-Tortenspitze, ne? Ja. Fand ich so süß.
Hier habe ich nochmal eine Tasche aus Stoff gemacht, auch mit dem schönen Bild. Und hier hinter ich auch nochmal. Ich hatte die nämlich mir bestellt, weil ich fand die so süß. Und ich habe so, das war so ein riesendickes Pack. Also ja, deswegen, die werden jetzt oft in meinen Büchern vorkommen. Weil, also erstmal, ich mag das total gerne. Ich finde das total schön. Und ich habe jetzt einfach auch so viel. So, hier ist noch diese, ach, diese alten Bilder, ne? Herrlich. So, eine Stofftasche. Ja, die werde ich, glaube ich, auch öfter machen, weil die finde ich eigentlich auch ganz schön. Oh, hier ist wieder genäht. Nochmal was zum Ausklappen. Mit der Schablone. Hier habe ich auch wieder einen alten Briefumschlag und hier nochmal so ein, ja, ein Brief ist da leider nicht mehr drin, weil die Briefmarken sind schön aus der DDR. Ja, hier ist auch wieder ein Blatt von einer Pflanze. Also das ist die gleiche, die ich da eben auf der Seite schon mal hatte. Wer weiß, was es ist. Also eine Rose hätte ich ja erkannt, aber das... weiß ich nicht, aber ich fand die Farbe so schön und die fühlt sich richtig, richtig schön an. Nochmal eine alte Buchseite, eine Orchidee. Und das war's. Das war mein Orchideen-Journal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, über einen Kommentar würde ich mich total freuen, über einen Austausch mit euch. Das mag ich ja sowieso total gerne. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Sonntag und bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.